So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Feuerrot Together und wir sind immer noch auf dem Fahrradweg und okay, Rüsselmops ist ein bisschen overtrained gerade. Der darf sich erstmal hinten anstellen. Wir hatten. Oh, Blutexery darf jetzt mal wieder ran. So, hat er die Trainer hier alle besiegt? Ich gehe mal hoffentlich stark von aus. Ja, sieht so aus, als hätte er die alle mitgenommen. Wir sind Biker, die Könige des Highways. So, der Biker Fridolin. Was für ein toller Name für ein Biker. Ja, ein Slimer-Mark. Gefällt mir jetzt weniger, weil Slimer-Mark hat eine ziemlich üble Spezialverteidigung. Probier's mal mit dem Schaufler. In der physischen Verteidigung ist er zwar auch nicht ohne, aber da ist seine spezielle doch wesentlich besser als die physische. Also viel mehr zieht's auch nicht ab. Mit stark gesenkter Verteidigung will ich mich jetzt nicht unbedingt treffen lassen. Texturi könnte sonst auf die Idee kommen, dass er umkippt. Und das will ich jetzt wirklich nicht. Aber es hat wenigstens ordentlich EP gegeben. So, dann klären wir erstmal diesen Weg ab. Ich muss ein wenig abnehmen. Ein Glatzkopf. Glatzkopf Götz und der hat einen Linky. Ja, da können wir jetzt schön mit unserem Flammenwurf durchräumen. Mal schauen, vielleicht schaffe ich es, dass Texturi sich in dieser Folge entwickelt. Vielleicht sogar noch Flieger. Ich werde einfach mal die beiden spezifisch ein bisschen mehr trainieren. Die anderen können wir immer noch hinterherziehen, wenn es sein muss. Mal Level 35 für Glutexery. Die Statuswerte schauen langsam richtig gut aus. So, und jetzt lasse ich einen Flieger hier mal weitermachen, weil gegen Kampf-Pokémon kommt er doch neben Rüsselmops noch am besten klar. So, einmal Aeroass. War irgendwo klar, dass es überlebt. Das könnte schmerzhaft werden. Puh, gerade noch so. Gut, dass dieses Mal schon mal keinen Patronen gemimsert hat. Für den Fall hätte ich einen Ruckzuck-Hieb gehabt, aber ich weiß jetzt mal, dass das schon mal von Trainern standardmäßig kein Patronen-Gemimsert drin hat. So, lass ich mal lieber die Texturi weitermachen. Auch wenn er unser Flieger in Macholle jetzt locker gepackt hätte. Ich könnte hier einfach mal was umstellen. Der Flammenwurf ist ja doch seine stärkste Attacke mittlerweile. Das war seine eindeutig stärkste, nicht nur stärkste im Sinne von Basiswert stärkste, sondern es ist nebenbei seine einzige spezielle Attacke und außerdem seine einzige Step-Attacke. Das sind drei Faktoren auf einmal. So. Besitzt ein schickes Fahrrad, fährt es sich gut. Oh ja, das Fahrrad ist schon ganz nett, Konrad. Biker Smog. Smog noch ein, okay. Dagegen ist der Flammenwurf wieder ganz gut, weil Smogmog ist eher in der physischen Verteidigung eine Bombe. Er rauchwolkt mich, das mag ich gar nicht. Kriegt er jetzt eine Geheimpower. Crit sogar noch. 1.700 Erfahrungspunkte. Okay, Slimer machen wir auch noch. Kriegt dann auch nochmal schön ordentlich EP. Und
weil, wie wir ja schon wissen, Slimog hat eine sehr gute Spezialverteidigung, greifen wir hier lieber physisch an. Und hauen daneben, weil wir ja noch eine Rauchwolke drin haben. Stimmt. Wie konnte ich es nur vergessen? Wie konnte ich es nur wagen, zu ahnen, mit einer Rauchwolke zweimal hintereinander zu treffen? Ich kämpfe hier schließlich gegen den NPC. Mal über die Hälfte abgezogen, was mit Slimer nicht bringt, weil er mir den Schaufler blockiert hat. Dann hauen wir halt mit dem Flammenwurm weiter drauf. Oh, er brennt, das ist super. Weil dann macht der Schlammbad jetzt wenigstens nicht mehr den vollen Schaden. Also er macht eigentlich normalen Schaden, aber dadurch, dass da hat der Kreideschrei jetzt neutralisiert. Darum ging es mir jetzt eher. So, da sind wir schon am Ende vom Radweg, aber wir müssen ja die andere Seite noch abklären. Zieh Leine, ich bin erschöpft. Der Biker Bull mit einem Smagan. Ich hätte vielleicht bei der Gelegenheit Flieger mal heilen sollen, fällt mir gerade so auf. Erfahrungspunkte und da kommt gleich noch ein Smogmog. Es gibt jetzt den Overkill im Sinne von Level Up. Der ist bei Level 25, den könnte man damit vielleicht sogar one-hitten. Ich sagte vielleicht. Aber natürlich vergiftet mich das Schlammbad wieder. Ja, ich wechsle jetzt eh gleich aus. Komm, gib ihm noch eine Geheimpower. Dann kriegst du einen Level Up Level 36 und darfst dich gleich entwickeln. So. Was hat er denn noch? Smogon. Da will ich jetzt Flieger gar nicht reinschicken, weil der kann gegen spezielle, also gegen solche physischen Wände sowieso nicht allzu viel machen. Das macht lieber der gute Adrian. Da dürfen wir auch mal ein bisschen umsortieren. So. Der Surfer sollte dafür vollkommen reichen. Er müsste eigentlich sogar die Aquarelle erreichen. Können wir ja mal probieren. Ja, reicht. Noch ein Smogmog. Da möchte ich jetzt dann noch über den Surfer nehmen. Ein Smogmog hält mir für sowas nämlich einfach zu viel aus. Und auch wieder schön XP. Bist du nun zufrieden? Nee, noch nicht ganz. Zufrieden bin ich erst, wenn sich unser Flieger auch noch entwickelt hat. Aber jetzt ist erstmal Glutexory dran. Das ist eigentlich schade. Das ist ja da, nachdem es ja eigentlich Dragos Pokémon ist und ich beide Entwicklungen von ihm abgekriegt habe. Naja, kann man nichts machen. So, ja, für den Flügelschlag tun wir den Schaufler weg. Den braucht man nämlich nicht mehr. Was ein. Erstmal ein Gegner für Glutexory, den wir jetzt wahrscheinlich wieder umbenennen müssen. Und dann schauen wir mal, wie viel Supertrinker man denn noch 13. Geben wir dem Flieger doch mal einen. So, jetzt kommen wir da wieder schön nach oben. Dann fahren wir den anderen Weg nach unten noch und erledigen dort den Rest der Trainer auf dem Fahrradweg. Ich hoffe jetzt einfach mal stark, dass er da oben wirklich alle besiegt hat. So,
Krieger wollte ich nach vorn packen, weil der soll sich, wenn es geht, auch noch irgendwie entwickeln. Und ich hoffe mal, dass hier ein Haufen Glatzköpfe sind. Okay, hier hat er schon ein paar besiegt, aber hier war er noch nicht dabei. Mein Pokémon entwickelt sich nicht weiter. Ah ja, gut, das ist ein Typ mit Kampf-Pokémon. Nicht Glatzkopf. Glatzkopf, German, German. Keine Ahnung, wie man diesen Namen jetzt aussprechen soll, genau in der deutschen Sprache. Wer soll ich das wissen? Also gut, Flieger, dann flieg mal. Der wollte dich eh nur aus irgendwelchen Gründen wollte er dich durchschauen. Der überlebt es sogar. Oh nee, da kommt schon wieder Vergeltung. Ja, das war klar, dass er das jetzt wieder nicht überlebt. Immer diese blöden Maschoks, die da immer so knapp überleben. Ach, weißt du was? Hier kommen. Fixen die Leber. Ich habe jetzt keinen Bock hier extra deswegen noch mehr Erfahrungspunkte raushauen zu müssen. Ups. Mike, gib ihm einen Durchbruch. Ach ja. Hey, was sollte das? Genau das, was ich sollte. Mal, dass nicht mehr allzu viele Leute da sind, die mein Tauboga mit einem Schlag umgehen können. Das Gefahr, der hat ein Rasa. Ich weiß auch nicht, ob mir das gefallen soll. Aber Rasa fällt zumindest schon mal wesentlich weniger aus als ein Maschok. Erfahrungspunkte, da kommt noch ein Maschok, okay. Ich mach mal erst ein Aeroas. Ich mach dir wieder seine Gesichte. Okay, und dann kommt zur Kiel. So, das Flieger schaffen wir anscheinend noch. Dann habe ich von dem ja auch beide Entwicklungen gesehen. Der arme Dragon, der ist irgendwie leid. Und der Fahrradweg ist hier zu Ende, aber da haben wir noch ein paar Vogelfänger. Und so wie es aussieht, kriegt Drago die fünfte Arena. Das hier ist mein Gebiet, sieh zu, dass du Land gewinnst. Weil, ganz ehrlich, in meinem Part schaffe ich die jetzt, glaube ich, nicht mehr. Vogelfinger, Roman. Also ich kann sie noch anfangen, aber fertig kriege ich die nicht mehr. Es ist eigentlich ziemlich sicher, dass ich die nicht fertig kriege. Ein weiteres Habitat. Eroas. Haben wir schön Level 36. Da kommt nochmal schön 3 Angriff dazu. Oh Mann, hat der wenig Angriff. Ich meine, im Vergleich zu den anderen so schau, was da so rumläuft. Jake darf jetzt mal wieder nach vorne. Der hat ja auch ein DP schon. Wie mein Dönerblitz. Entwickelt sich jetzt dann auch noch gleich weiter. Jake ist Level 35. Ja, der hat schon wesentlich mehr Spezialangriff da. Habitak. Schauen wir mal, ob wir Mike noch aufs Level abkriegen. Surfer. Der Steinhagel wäre zwar sehr effektiv, aber der könnte daneben gehen. Mit 90er Attacken habe ich es nicht unbedingt so. Verdammt.
Hey, Flieger entwickelt sich und das ist schon die zweite Entwicklung in dieser Folge. Und aus unserem Tauboga wird damit endlich ein wunderbares Tauboss. Genauer ansehen. So. Ja, jetzt hat er schon ein bisschen besser einen Angriff mit 74. Und hier 85 Spezialangriff. 77 und 73, bei denen er nie beide gebraucht. Der 92 im Spezialangriff. 78. Er hat zwar gerade mal 66 und 60, aber bei dem ist ja auch die Spezialverteidigung so übel. Rüstmops hat nicht unbedingt viel Angriffspower, der hat eher eine Defensive. Ich wollte eigentlich Mike erst noch. Auf Level 35 bringt er es ja auch kurz davor. Ich laufe überall, ich soll Gras und Pokémon aufzuspüren. Vogelfinger Pascal mit einem Habitat. Machen wir das mal mit Steinhagel. Erfahrungspunkte, das sind 36. Kann unser Adrian auch mal wieder zum Zug kommen. Der müsste auch schon kurz vor Level 35 sein. Er hat vor allem die meisten KP in unserem ganzen Team. Gut, die Bitak ist schneller, das war fast zu erwarten. Da machen die 5 Level nicht unbedingt so viel aus. Weil Adrian ist relativ langsam. Aber das ist okay, weil er dafür halt einfach extrem viel aushält. Aquana ist schon meine Lieblingsevolution. Also sowas. So. Jetzt sind alle Level 35 von den letzten drei. Dann darf Jake weitermachen, weil der hat gegen Vogelpokémon die größten Vorteile. Soll ich dann direkt ansprechen oder was? Bei Pokémon Vogel und naja. Keine Ahnung, was für Vögel du damit anlocken willst. Udri hat auf jeden Fall ein ziemlich schnelles Pokémon, aber Jake ist schneller. Tja, da spielen halt die EV schon mit. Ich musste mit dir kämpfen. So, dann sind wir jetzt auch schon wieder mal in Fuxania City angekommen. Na, ich schade, dass ich jetzt keine zwei Mini-Pilze habe. Und auch keinen Riesenpilz. Weil sonst könnte ich unserem Rüsselmops die Kopfnuss wieder beibringen, die ihm der Drago ja so wunderbar verlernt hat. Neues gelernt hat er ja jetzt, glaube ich, nicht, ne? Nö. Hat er wirklich nicht. So. Dann ordnen wir das Team nochmal richtig. So. Damit hat Jake jetzt wieder die wenigsten KP im Team. Vorher war das die Texery, der ja jetzt irgendwie wieder umbenannt werden muss. Ich werde zum Drago sagen, dass das mal wieder machen soll. Hinfliegen kann er ja. Also, das war's dann aber auch schon mit meiner Folge von Pokémon Feuerrot. Mir hat's wie immer Spaß gemacht.
Und ja, das nächste Mal seht ihr höchstwahrscheinlich, wie Drago die fünfte Arena mit Koga macht, wenn er es denn schafft. Ja, aber ich gehe mal davon aus, dass er es schafft. Also, bis zum nächsten Mal, wo wir wahrscheinlich dann das Silfco-Gebäude machen oder aber auch die Surfrouten abklappern mal. Wer weiß. Ich bin mir deswegen noch nicht ganz sicher. Wir sehen uns jedenfalls. Bis dann. Ciao.